Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von ESU, führend in Modellbahnelektronik und Zubehör. So, willkommen liebe Freunde zur letzten Runde heute auf der Intermodellbau 2024 und ich hatte es vorhin ja Ihnen schon angedeutet, wir sind heute beim Marktführer der Modellbahn bei Märklin. Neben mir begrüße ich ganz herzlich Marco Löffler, der uns also sozusagen den H0-Bereich vorstellen wird. Genau. Aber ich habe erstmal eine ganz andere Frage. Was würde der Gründer Theodor Friedrich Wilhelm Märklin heute sagen, wenn er das Unternehmen sehen würde? Ich glaube, er wäre stolz, vielleicht wäre er auch ein bisschen sprachlos, was da aus diesem Unternehmen geworden ist, mit dem Messeauftritt, den wir hier haben, mit den Modellen, die hier überall zu sehen sind. Ich glaube, er wäre vielleicht erstmal ein bisschen sprachlos und dann stolz. Ich würde sagen, sprachlos auf alle Fälle und stolz auch, das kann man wohl sein, bei dieser Vielfalt, die hier in Dortmund präsentiert wird. Und da möchten wir eigentlich auch gleich mit einem ganz freudigen Ereignis weitermachen. Vorgestern wurde das Goldene Gleis verliehen. Ja, und man höre und staune, ihr habt gleich mal so richtig abgesahnt. Für was habt ihr das bekommen? Ja, also ich möchte mich auch hier nochmal im Namen der Firma Märklin bei allen Abstimmenden der Leserwahl für das Goldene Gleis bedanken. Wir konnten gleich in 5 Kategorien das Goldene Gleis gewinnen. Das war unter anderem für den Schorsch in der Spur 1. Mhm. Das war für unsere neue Mobile Station WLAN, also in der Kategorie Digitalkomponenten. Dann, was mich persönlich sehr freut, weil ich durfte die Modelle betreuen, das war die 18201 und der Flying Scotsman. Mhm. Und was uns auch sehr, sehr freut, ist, dass wir bei der Spur Z einen Preis abgeräumt haben. Und zwar da die Baureihe 50 mit dem Kabinentender, was auch ein sehr, sehr schönes Modell wurde. Das kann ich mir vorstellen. Jetzt kannst du mal einen Moment Luft holen, weil jetzt kommen unsere Glückwünsche von seitens von Modell und Bahn ganz herzlich für diese... Ja, wie soll ich sagen, Preislage, 5 Modelle auf einmal, ganz toll. Und da denke ich auch, dass ich im Namen der Zuschauer spreche, ganz toll. Ja. Alles Gute. Vielen Dank, vielen, vielen Dank. Alles klar. Ich habe auch die Medaille dabei. Komm, wir zeigen sie mal rein, da kann man auch ganz stolz sein. Jawohl. Da gab es natürlich 5 Medaillen und da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Gut, so, dann schaffen wir die Medaille schnell weg, es ist alles schön. Dann lass uns mal die Spiele beginnen, sage ich ganz einfach, denn wir haben ja auch eine Reihe von Modellen vorzustellen, die nicht immer nur im Katalog sind, sondern wir haben uns heute auch was ausgesucht, die nicht ganz so im Katalog sind, aber ebenfalls schön sind. Ja, also im Katalog sind sie natürlich auch drin. Entschuldigung, ja klar, genau. aber nicht so präsent, sagen wir mal so im Vordergrund. Wir haben natürlich eine Fülle an Neukonstruktionen. Wir haben eine tolle Neuheit nach der anderen, wo es wirklich schwer war, auch heute für unser Gespräch da wirklich... Ja. Die Highlights und die Modelle rauszusuchen und deswegen haben wir uns überlegt, wir zeigen mal 2 neue Klassiker. Mhm. Wir haben ja das Märklin Klassiker Sortiment, wo wir ja ikonische, klassische Lokomotiven der sowohl der echten Bahngeschichte als auch der Märklin Geschichte im Sortiment haben, das auch nicht als Einmalserie auflegen, sondern diesen längerfristig im Sortiment. Und mit den diesjährigen Neuheiten haben wir uns dazu entschieden, endlich mal wieder die Baureihe 103 in dieses Klassiker-Sortiment aufzunehmen. Da sehen wir sie wunderschön in der Ausführung der Epoche 4, in der TEE-Farbgebung, aber gleichzeitig auch nicht zu verachten, ein Liebling vieler Eisenbahnfreunde und Modellbahnfreunde, die Baureihe 218, die gehört da einfach auch rein. Wobei ich immer sagen muss, liebe Freunde, und das muss ich jetzt an der Stelle nochmal einfügen, es ist mir unheimlich, ich wollte sagen, ich musste immer hinter ihm her sein, weil er wahrscheinlich die ganzen Vitrinen leergeräumt hätte hier. Nur die Sendezeit ist leider etwas begrenzt, aber ich denke, mit dem Lokklassiker fangen wir ganz gut an. Mir persönlich gefällt die E03 sehr gut. Das ist eigentlich eine der schönsten Maschinen, die die Deutsche Bundesbahn gebaut hat. Auf jeden Fall. Ich glaube, das kommt nie wieder. Ja, leider nicht, wahrscheinlich leider nicht. Es gibt auch in der aktuellen Epoche wunderschöne Lokomotiven, da kommen wir auch nachher noch dazu. Aber ob diese dann wirklich diesen Kultcharakter erlangen werden, ich glaube es leider auch nicht.
Genau, und es ist auch Holz in den Busch getragen, jetzt zu sagen, es gibt natürlich auch die passenden Wagen dazu. Ja, natürlich. Ja, wir haben drei Personenwagen in TEE-Lackierung und bereits im Klassikersortiment drin haben wir die Silberlinge, einen Zweite-Klasse-Wagen, Erste-Zweite-Klasse-Wagen und einen Steuerwagen. Die lassen wir im Sortiment, die sind nämlich auch passend für die Baureihe 218. Und nicht extra erwähnen muss man natürlich, dass die Dinger digital sind, oder? Natürlich, gar keine Frage. Sie sind digital, sie haben Licht, sie haben Sound, sie haben Mittelmotor, sind jeweils vier Achsen angetrieben. Also sprich, bei der 218 sind es alle, bei der Baureihe 103 sind vier der sechs angetrieben. Und was ich auch noch erwähnen möchte, ist die Baureihe 218, die ist schon bei uns ein sehr, sehr schönes Modell war, hat ein bisschen Produktpflege erfahren. Wir haben jetzt eine Kurzkupplungskinematik eingebaut, wir haben eine Maschinenraumeinrichtung kreiert und haben glasklare Fenster und haben natürlich, wie sich's für einen Maschinenraum gehört, auch eine Maschinenraumbeleuchtung dann der Lok spendiert. Und sind lieferbar. Wir sind noch nicht lieferbar, aber wir sind bald lieferbar, beziehungsweise die 103 ist schon lieferbar und die 218, die folgt in wenigen Monaten und ist dann aber längerfristig bei uns im Sortiment verfügbar. Genau, so ist es. Und wenn man sich informieren möchte, kommt man natürlich auf die Webseite mclean.de, ganz automatisch kann man da also die Sachen nochmal nachlesen und dann schreibt ihr auch die Lieferfähigkeit, glaube ich, rein. Ne? Korrekt, da steht die geplante Lieferung, beziehungsweise bei der 103 haben sie schon einen grünen Punkt und können die Lokomotive gerne direkt bestellen. Gut, machen wir weiter im Text. Wir haben noch eine weitere Maschine, wir bleiben, sagen wir mal so, wir gehen aus den 60er, 70er Jahren jetzt in die modernere Zeit rein und da ist ja eigentlich die Vectron immer ein Thema. Ne? Genau, der Vectron, Siemens Vectron, wo mittlerweile über 1500 schon europaweit unterwegs sind, ist eine Erfolgsgeschichte für Siemens, muss man ganz klar sagen. Und nach dem normalen Vectron haben sie jetzt auch relativ neu eine Hybridvariante, einen sogenannten Dual-Mode-Vectron auf den Markt gebracht. Mit einem Stromabnehmer, hat den Vorteil, die Lokomotive hat einen Diesel- und einen Elektromotor, wo Fahrleitung hängt, kann sie ganz normal klimafreundlich mit Strom fahren. Wenn es dann auf ein Nebengleis geht, wenn es zum Rangieren geht, wenn es an einen Industrieanschluss geht, kann der Panto gesenkt werden und dann kann man mit Diesel weiterfahren. Dann geht es mit Dieselpower weiter. Was mir besonders immer wieder gefällt, ist diese unglaubliche Vielfalt an Bedruckungsvarianten, die mittlerweile auf unseren Schienen rumfahren. Man verliert ja langsam den Überblick, aber es sind immer wieder schöne Maschinen, die Modellbahnhersteller sich aussuchen. Diese Variante habe ich zum Beispiel überhaupt noch nicht gesehen. Ja, das ist für uns schon wieder eine Herausforderung, die vielen Varianten, die es gibt in vielen schönen Farbgebungen. Das ist ja wirklich eine Herausforderung für uns, immer wieder die Varianten dann auszusuchen, die wir auch auf den Markt bringen. Wir haben uns dieses Jahr für drei wunderschöne Varianten entschieden. Die eine, die wir gerade gesehen haben, ist von der Berliner Gleisbaufirma BUG. Die Lok eben im Gleisbaueinsatz einsetzt und gerade da ist es ideal eben dieses Dual-Mode-System, weil sie die großen Strecken, um die Schwellen und das ganze Baumaterial zur Baustelle zu fahren, unter Fahrleitung herbringen können und wenn es dann in die Baustelle geht, wo meistens der Fahrdraht abgebaut oder ausgeschaltet ist, fahren sie dann einfach mit Diesel weiter. Eine sehr, sehr schöne Variante und fast mein Favorit, aber es gibt ja noch zwei weitere. Genau, also da haben wir den Leonard Weiss, ein bekanntes Bauunternehmen. Ja. Ja, diese Maschine so von der Bedruckung her und von der Farbe her, würde ich sagen, ist auch im Bauzugeinsatz unterwegs. Genau, die Firma Leonard Weiss kennt man. Ja. Für uns in Göppingen ist eigentlich fast in der Nachbarschaft liegend. Ja. Man hat schon viele Modelle der Firma Leonard Weiss zusammen gemacht und bei unseren Märklin-Tagen bei der IMA, die immer in den ungeraden Jahren stattfindet, ist auch das Leonard-Weiss-Areal immer ein fester Punkt von der IMA. Ja. Und in diesem Jahr war ganz, ganz frisch war er ganz, ganz frisch beklebt. Die Firma Leonard-Weiss hat den ganz frisch bekommen, ausgestellt und da war es für uns klar, den müssen wir dann ebenfalls mit ankündigen. Auch eine sehr, sehr schöne Variante. Das war nahezu eine Pflichtveranstaltung für euch sozusagen, das diese Maschine. Das muss man fast sagen. Jetzt kommen wir natürlich zu einer Maschine, die ist die Baureihe 249, glaube ich. Genau. Die ist noch gar nicht so lange auf den Gleisen bei der DB Cargo unterwegs und die hat ja eine ganz besondere Beklebung. Das ist richtig. Den Dual-Mode-Vectron, den gibt es eben auch in zwei Varianten. Ja. Die Baureihe 248, wie ihn viele Privatbahnen haben, ist eben der klassische Dual-Mode. Und für die Deutsche Bahn AG wurde dann die Baureihe 249 kreiert, die technisch ein bisschen anders ist. Sie hat einen kleineren
einen kleineren Motor verbaut, weil die Ansprüche für die DB, wo sie sie einsetzen wollen, einfach einen kleineren Motor mit sich bringen. Und weil sie unter anderem im Rangierdienst eingesetzt werden soll, hat die auch die markanten Rangierertritte und Rangiererbühnen an den Fronten bekommen. Jetzt ganz aktuell, 2-3 Wochen ist es her, hat die Deutsche Bahn AG den ersten offiziell überreicht bekommen. Und zu diesem Anlass wurde dann die Betriebsnummer 001 in dieses geteilte Outfit beklebt. Das geteilte Outfit stellt auf einer Seite die Ludmilla dar, die die Lok ablösen wird auf Dauer, und auf der anderen Seite soll sie die V90 darstellen. Mit diesen, ja, eine V90 bietet jetzt nicht so viel, mit diesen, ja, wenigen Vierecken, mit dem senkrechten Lüftergitter. Und so ist es eben diese geteilte Lokomotive, die die beiden Baureihen, die sozusagen vom Dual-Mode-Vectron abgelöst werden. Jetzt höre ich schon den Aufschrei. Die Ludmilla geht aus dem Verkehr. Ist ja genau so eine Kultlokomotive. Auf jeden Fall. Aber irgendwann ist die Zeit ja doch mal gekommen, dass diese Maschinen raus müssen. So, und bei dieser Lokomotive hier muss ich noch dazu sagen, es ist unglaublich, wie schnell ihr reagiert habt. Die Maschine ist gerade erst mal veröffentlicht worden von der DB und ihr habt die schon als Modell. Ja, hausintern ist es fast ein Rekord. Gehorcht, oder? Da haben wir ein paar Infos natürlich bekommen. Klar. Aber wirklich, die hausinterne Umsetzung war bei uns sehr, sehr schnell. Ja. Da waren wir selber überrascht, wie schnell wir sowas umsetzen können. Und wir sind, ich finde es gut, sehr stolz. Ja. Sie sieht wirklich schön aus. So, dann haben wir natürlich noch was für moderne Schienen zu liefern. Alles Rollmaterial, klar. Ein schönes Rollmaterial. Ja. Eine weitere komplette Neukonstruktion in diesem Jahr ist der Gelenktaschenwagen der Bauer T3000E, den es im Vorbild europaweit überall zu sehen gibt, in verschiedenen Konfigurationen. Und ich bin sehr, sehr stolz, dass wir gleich 3 verschiedene Formvarianten von diesem Wagen direkt auf den Markt ankündigen konnten. Das ist zum einen die hier zu sehende DBAG-Variante mit den 2 Klappriegeln. Wir haben eine orangene Variante der Firma Vascosa, die hat 4 Klappriegel seitlich. Mhm. Und wir haben diese Variante der MFD Rail, die diese seitlich geschwungenen Seitenwände hat, die es so bisher auch noch nicht im Modellbahnmarkt gab und auch gibt. Und das Schöne bei unseren Wagen ist das, dass alles, was zu dem Wagen dazugehört, wie Griffstangen, wie Leitungen, und vor allem auch die Klappriegel direkt ab Werk montiert sind. Man hat es gerade gesehen, das Muster funktioniert schon einwandfrei und es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Wagen, der im Vorbild eingesetzt wird für sowohl Containertransport als auch für Trailer von LKWs. Und deswegen kann man je nach Konfiguration sich die Klappriegel hoch- oder runterklappen, wie man es eben braucht. Also braucht der Modellbahner keine Hand mehr anlegen, sondern auspacken, draufsetzen, fahren. In dem Fall kann man auspacken, draufsetzen, fahren und beladen, was man möchte. Ja. Das heißt, auch die ganzen Container, die wir in den letzten Jahren in verschiedenen Wagen drin hatten, passen da auch drauf. Mhm. Ich würde ja fast sagen, dass diese Taschentragwagen, sozusagen die Containertaschentragwagen, ja schon fast ein Klassiker sind. Das merkt man ja bei vielen Herstellern. Die kommen immer wieder auf diese Wagen zurück. Ja. Also es ist keine Lokomotive, aber trotzdem ein Schienenklassiker mittlerweile. Egal welchen Güterzug man aktuell in Europa sieht, kombinierter Ladungsverkehr hängt eigentlich immer ein solcher Gelenktaschenwagen mit drin. Und deswegen war es für uns auch wichtig, dass wir im Sortiment auch so einen modernen Güterwagen mit anbieten können. Und wie gesagt, ich bin sehr, sehr stolz, dass es da auch gleich 3 Formvarianten davon jetzt gibt. Sehr schön. So, wie geht es weiter? Jetzt habe ich ein bisschen den Faden nicht mehr. Ja, wir hier in Dortmund wollen natürlich auch ein bisschen was Neues zeigen. Ja. Und deswegen haben wir auch schon ein bisschen was für die Sommerneuheiten angeteasert. Und zwar haben wir für die Sommerneuheiten, die dann in circa 3 Wochen offiziell angekündigt werden, einen Schweizer Elektrotriebzug in der Planung. Das ist der Giruno. Ja. Den Giruno hatten wir vor 2 Jahren als komplette Neukonstruktion angeboten im normalen SBB-Outfit, wie er draußen schon mehrfach rumfährt. Und die SBB hat damals einen Triebzug für den Verkehr nach Italien mit einem, mit einer besonderen Folierung ausgestattet. Mhm. Die besondere Folierung zeigt den Fahrtverlauf von der Schweiz nach Italien, also vom Züricher Hauptbahnhof nach Milano Zentrale. Und
Auf dem kompletten Triebzug, was man hier jetzt leider nur auf dem Triebkopf nicht sieht, sind die verschiedenen Stationen, die auf diesem Weg durchfahren werden, abgebildet. Also wir haben natürlich das Gotthardmassiv, wo es unten durchgeht. Wir haben aber auch die Stadtsilhouetten vom Zürcher Hauptbahnhof, von Mailand. Und es ist einfach ein wunderschöner Zug, der damals zu Präsentationszwecken vorbildgerecht so beklebt wurde. Und da sind wir jetzt sehr, sehr stolz, dass wir diese Variante auch anbieten können. Wie gesagt, Teil der Sommerneuheiten und jetzt schon hier auf der Messe wollte man einfach schon präsentieren. Also ihr gebt ganz schön Gas, da muss man ja wirklich Luft holen, man kriegt ja Seitenstechen beim Zuhören. Ja. Man muss auch nochmal zu diesem Triebkopf erwähnen, dass er ja auch zweiseitig verschieden beklebt ist mit der Nationalflagge der Italiener und der Schweizer auf der anderen Seite. Genau. Und auf den Zwischenwagen, die wir natürlich auch mit anbieten, sind dann auch die ganzen Firmen mit abgebildet, die bei diesem Projekt des Cirunos mit involviert waren. Das sind auch über 20 Firmen. Ja. Und deswegen ist es einfach ein sehr, sehr schöner Zug. Aufgeteilt haben wir in ein siebenteiliges Grundset. Auf den sieben Teilen haben wir die ganzen Abbildungen drauf und die beiden Zweier-Ergänzungssets, die es dann noch gibt, um auf eine vorbildgerechte elfteilige Garnitur zu kommen. Die haben dann vor allem diese Firmenlogos mit drauf. Und wie lang ist der dann, wenn er vorbildgerecht ist? Das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber okay. Elfteilig. Aber da brauchst du schon einen langen Bahnsteig. 2 Meter sollten schon da sein. Ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich ein wunderschöner Zug, wenn man dann wirklich elfteilig sieht. Und eine schöne Farbvariante, ein schöner Farbklecks. Und auch der ist nicht nur in der Schweiz unterwegs, sondern auch für Italien und auch für Deutschland interessant. Genau so ist es. Also wenn man bis München fährt, kann man eventuell diese Züge sehen. Noch nicht, aber es ist geplant, dass diese Züge dann auch nach Deutschland kommen. Eine Verbindung nach Frankfurt ist geplant. Also auch in Zukunft wird man diesen Zug häufiger in Deutschland sehen. Das freut mich sehr. Dann würde ich doch gerne mal nach München reisen und mir diese schönen Züge angucken. Man sieht ja allgemein sowieso, ob es die Österreicher sind jetzt mit ihrem neuen Railjet, den sie jetzt bis nach Italien, nach wo fährt er hin? Nach Venedig fährt er, glaube ich. Nach Venedig und dann gibt es noch eine andere Stadt, den sie jetzt vorgestellt haben, direkt von München aus. Man kann also da wunderschön reisen, wenn man da. Auf jeden Fall. Wunderschön, gefällt mir sehr gut. Okay, was gibt es noch? Ja, also wir haben einfach eine große Fülle an Neuheiten und nicht nur im H0-Bereich, sondern eben, da würde ich jetzt gleich das Mikrofon weitergeben zu meinen Kollegen von der Spur 1 und von der LGB. Genau. Die haben auch noch ein bisschen was zu präsentieren. Ein Andreas und der heißt Schumann. So, nachdem uns Marco Löffler die Spur H0 wirklich im Eilzugtempo vorgestellt hat, habe gerade gesagt, da kriegt man ja beim Zuhören schon Seitenstechen. Aber es ist eine unglaubliche Vielzahl an Modellen, die man hier findet. Haben wir jetzt einmal sozusagen Stellungswechsel gemacht und ich habe einen neuen Gesprächspartner an meiner Seite. Das ist Andreas Schumann und der wird mich jetzt gerade mal aufklären in den etwas größeren Spuren. Ja, da reden wir mal über die Spur 1, die sogenannte Königsspur. Da haben wir dieses Jahr ein absolutes Topmodell, nämlich den Big Boy. Big Boy, wie der Name schon sagt, ist eine recht große Lokomotive. Wo kommt die her? Aus Amerika. Genau so ist es. Ja. Man würde fast sagen, das ist die weltgrößte Lokomotive. Ja, es gibt so ungefähr. Also sie ist auf jeden Fall erheblich größer, wie deutsche Lokomotiven sind. In den Tender geht dreimal so viel rein. Das sind ein paar 30 Tonnen Kohle und 100.000 Liter Wasser. Das ist aber auch sehr schnell wieder weg. Ja, wahrscheinlich bei der Größenordnung, bei den 4 Zylindern, die hat, ja. Richtig. Und mit dieser Maschine sind schwere Güterzüge gefahren worden von Beginn der 40er Jahre. In den Gebirgen im Wasatch Mountains von Cheyenne nach Salt Lake City und teilweise bis Omaha. Es war dann Krieg, die Amerikaner hatten viel zu transportieren. Leider war die Geschichte sehr kurzlebig. Schon Ende der 50er Jahre wurden die Loks abgestellt, weil Diesel einfach wirtschaftlicher war. Die Maschine, die wir hier sehen, die 4014, die stand im Museum in Los Angeles bis 2014, also vor 10 Jahren. Worauf die Union Pacific sich entschlossen hat, die Lok wieder in Betrieb zu nehmen, anlässlich des Jubiläums 150 Jahre transkontinentale Eisenbahn. Da hat ja auch die ganze Welt daran teilgenommen, das wurde überall übertragen. Es waren auch viele Fans drüben in den USA, die das gefilmt haben. Man konnte ja überall live dabei sein. Ich habe auch von Hagen von Ortloff den Film gesehen, also schon eine gigantische Lok. Ja, die waren selber überrascht, auch Ed Dickens von UP Steam.
wenn man weiß, dass die Staaten Wyoming oder Montana so viele Einwohner haben wie eine deutsche größere Stadt, aber so groß sind wie Deutschland. Ja. Das heißt, die sind leer. Und an der Strecke von Cheyenne nach Ogden standen hunderte von Autos, das waren tausende von Menschen da, die haben selber nicht damit gerechnet. Es war ein Volksfest. Und es ist sehr beeindruckend, diese Maschine fahren zu sehen, muss man immer wieder sagen, wie das so funktioniert. Ne? Das muss man so sehen. Ja. Und das haben wir im Modell umgesetzt, das hat, macht seinen Namen alle Ehre, wiegt auch so um die 16 Kilo. Also Metall. 16 Kilo, muss man ganz schön schleppen. Also, da muss man ganz schön schleppen, ja. Ja. Hat viele Funktionen, Rauch, Sound, alles da. Ist ja eigentlich fast selbstredend mittlerweile. Es wäre ja fast komisch zu sagen, die ist analog. Also das wäre dann wahrscheinlich, nee, würde wahrscheinlich keiner akzeptieren, ja, macht keiner mehr. So, ja. Nach der Königsklasse der Spur 1, der Big Boy, die wir eben gehört haben, geht es etwas kleiner weiter, aber es bleibt groß. Und neben mir steht wieder ein Andreas, nämlich Andreas Koppel. Und der wird uns jetzt praktisch im LGW-Bereich erzählen, was es Neues gibt. Genau, das werde ich jetzt machen. Und zwar haben wir den Ahnenzug, der im Bereich der Rätischen Bahn seit letztem Jahr unterwegs ist. Ja. Dieser Zug hat eine tolle Farbgebung. Er erinnert an die Fusion der Bahnen 1941. Okay. Das wäre einmal die Rätische Bahn in den Farben beige-grün, dann die Cour Arosa in hellblau-hellgrau und die genau, hier kommt sie dann nochmal und natürlich in Gelb. Der Lokführer hat vergessen, die Tür zuzumachen. Die Tür, ist unglaublich. Genau, der ist rausgegangen und hat sie einfach offen gelassen. Und hat sein Brötchen geholt. Ja. Ja, die Lok hat, also dieser Zug hat da wirklich eine, als ich das erste Mal diesen Zug gesehen habe, haben die sich vertan da irgendwie mit den unterschiedlichen Wagen, aber das ist, wie gesagt, das ist der Hintergrund, damit man die Erinnerung hat. So sind die Wagen früher gefahren und das ist eine ganz tolle Zusammenstellung, damit man von jeder Bahn dann auch einen sieht. In dem Sinne. Ja, wie ist das mit der Lieferfähigkeit? Der Zug steht ja jetzt hier auf der Messe. Gibt es den bereits schon oder kommt der irgendwann in der Ausbildung? Der wird, können Sie bestellen, wird aber erst Ende des Jahres ausgeliefert. Also auf dem Weihnachtstisch, unter dem Weihnachtsbaum könnte dieser Zug dann... Könnte auf dem Weihnachtstisch stehen. Und wichtig bei diesem Modell ist noch zu sagen, es wird also nur das produziert, was auch bestellt wird. Okay. Also wer dieses Modell haben möchte, sollte dann zum Händler gehen und es schnellstmöglich vorbestellen. Alles klar. Mhm. So, dann gibt es noch ein weiteres Produkt, was du uns gerne vorstellen möchtest, beziehungsweise den Zuschauern draußen vorstellen möchtest im LGB-Bereich. Das ist ja eigentlich der Klassiker. Genau, dann Glacier Express, den jeder kennt, in der tollen Farbgebung. Die Wagen sind ja bekannt. Als Lok haben wir die Neukonstruktion der HGEE 442. Ja. Die ist Sunrad getrieben und ist von der Matterhorn-Gotthardbahn. Oh, ich bin leider Gottes mit diesem Zug noch nie mitgefahren. Bist du schon mitgefahren? Ich bin leider noch nicht mitgefahren. Du auch aber, nicht? Nein, du wohnst doch näher dran. Ja, ich wohne näher dran und ich habe mir es auch vorgenommen, irgendwann da mal mitzufahren. Gut, also dann sind wir ja beide gleich zwei Leute, die dann irgendwann sich mal vorgenommen haben, genau, da mitzufahren. Mit diesem Zug mal zu fahren. Genau. So, wie ist das mit diesem Zug? Geht der auch auf Vorbestellung? Oder, der ist normal, regulär der zu bestellen. Der ist normal, regulär bestellbar und dann wird auch ausgeliefert. Den gibt es bereits, ja, oder? Der wird auch noch ausgeliefert. Wird auch noch ausgeliefert in den nächsten Wochen, Monaten. Das dauert noch ein paar Monate. Dauert noch ein paar Monate. Also sagen wir mal so ab Herbst, denke ich mal, wenn die Saison wieder richtig losgeht, oder? Ich sag mal, wir schauen mal, Alles klar, gut. Da haben wir nochmal die Inneneinrichtung von dem Zug, die ja auch sehr schön nachgebildet ist. Kann man ja wunderbar Figuren reinsetzen, oder? Man kann auch Figuren reinsetzen, das müsste dann der Kunde natürlich selber machen und halt ein bisschen aufpassen, dass er nichts beschädigt. Nicht aber beschädigt, das wäre natürlich denkbar. Aber von der Sache her wäre es dann perfekt. Also wunderschöner Zug, wo wir beide davon träumen, dass wir noch fahren werden. Was bestimmt einmal wahr wird. Ja, wir treffen uns mal, vielleicht treffen wir uns sogar im Zug, das kann dann, ja passieren. Dann kaufen wir die Fahrkarten zusammen, dann sitzen wir nebeneinander. Genau, und dann schauen wir uns die schöne Landschaft in der Schweiz an. Genau. Sehr schön. So, was gibt es noch weiteres in dem Bereich zu sehen? LGB ist ja ein großes Gebiet, ich meine. Genau, wir haben auch viele Sachen. Also wir haben die GE46 als Neukonstruktion. Ja. Diese Elektrolokomotive ist Sunrad getrieben. Da haben wir sie auch schon im Katalog. Die wurde auch angekündigt mit den Neuheiten. Mhm. Also sie ist in der braunen Farbgebung. Und hier sehen wir jetzt schon ein Modell im 3D-Druckverfahren, wie es hergestellt wurde. Dass man sich mal vorstellen kann, wie das Ganze mal genau, so wie es dann nachher aussieht. Die Schweizer Lokomotiven haben sowieso irgendwas. Die sind bestimmtes Magisches an sich. Genau, also ich denke, die Schweizer Lokomotiven, das ist auch für viele eine Richtung, die wo sehr gut ankommt und auch gerne alle fahren möchten. Ich war ja mal voriges Jahr im Herbst im
Eisenbahnmuseum in Burg. Da kann man ja auch viele Elektrolokomotiven sehen, unter anderem auch die erste Dampflok, die in der Schweiz gefahren ist. Was mich immer fasziniert, ist, dass die Schweizer unheimlich ihren Fuhrpark pflegen bzw. aufbauen. Ist ein bisschen anders als bei uns in Deutschland, wo die Vereine ums Überleben kämpfen, die dann teilweise tatsächlich viel Schrott rumstehen haben. Aber mich fasziniert eben auch in der Schweiz, auch, dass die ihre Tradition pflegen. Das stimmt, das machen sie wirklich sehr gut. Denke ich mal. Wenn wir vielleicht nochmal zurückgehen dann auf das eine Bild. Wir haben auch schon die ersten Formteile. Ah, guck an. Genau, und man sieht schon, wir sind schon ziemlich weit. Ja. Also die Produktion ist demnächst im Gange und wir sind auf einem guten Weg, dass die auch noch dieses Jahr ausgeliefert wird. Dann hoffen wir mal, dass zu Weihnachten auch hier wieder die Augen der LGB-Bahner leuchten und sagen, genau, ich habe diese Maschine bekommen. Ich habe sie endlich, genau. Okay, so, liebe Freunde, nun haben wir innerhalb unserer Sendung bereits den dritten Wechsel vor uns. Neben mir steht Erik Michael Peschel. Er wird jetzt keine Lokomotiven vorstellen, aber wir werden jetzt wahrscheinlich viel Spaß haben, weil er wird mit mir besprechen, was dieses Jahr zum Tag der offenen Tür passiert. Ja, wir haben natürlich wieder sehr viel vor. Man ist es ja gewöhnt in Göppingen, dass am 3. September-Wochenende bei uns was passiert. Ja. Wir haben ja bei der IMA letzten Jahres haben wir einen Termin bekannt gegeben, wo die Messe Leipzig ihre Ausstellung macht. Aus diesem Grund sind wir hier auf den 13. 14. September 2024. Damit sich das nicht, genau, dass sich das nicht überschneidet, weil wir sind ja auch in Leipzig und da werden wir wieder unsere Tore öffnen. Am Freitag und am Samstag werden wir also die komplette Fertigung sehen. Das heißt also von der Druckgussabteilung, wir werden also auch in der laufenden Produktion sehen, wie die Teile produziert werden, wie die Mitarbeiter natürlich dann Rede und Antwort stehen. Mhm. Wir werden also hier ganz grob 450 Mitarbeiter im Einsatz haben, die Rede und Antwort stehen über den Formenbau, über das Produktmanagement, Elektronikentwicklung und dann wird einmal die Lokomotive quer durch die Fertigung gehen. Also heißt Druckgussbearbeitung, dann die Galvanik, die komplette Farbgebung. Natürlich, was auch wichtig ist, die Kleinteile, weil wir natürlich nicht nur eine sehr breite Fertigung haben, sondern auch eine sehr tiefe Fertigungstiefe haben. Und dann natürlich oben die Lokmontage, wo dann die ganzen Damen die 260 Einzelteile zu einer richtigen Unikat-Lokomotive dann hier erstellen. Okay. Und was natürlich aber auch wichtig ist, man sieht auch, dass unsere Lokomotiven Dauertest machen. Wir lassen ja unsere Lokomotiven bis zu 300 Stunden fahren und das kann natürlich gesehen werden und angeschaut werden. Und wer dann noch diese viele Eindrücke noch dementsprechend verkraftet hat, kann er natürlich auch das Marklineum besuchen. Wir haben das ja schon letztes Jahr gemacht, es hat sich sehr gut bewährt, dass man also dann auch das Marklineum, die Geschichte über 160 Jahre Märklin dann sehen kann, wie wir angefangen haben mit unseren Puppenherden, mit unseren Spielwaren und dann eigentlich erst nach 30 Jahren erst zur Eisenbahn gekommen sind. Deswegen war ja eingangs die Frage, die ich gestellt habe, was würde der Gründer von Märklin heute sagen, wenn er den Betrieb heute sehen würde? Es ist unglaublich, was da geschaffen worden ist. Ja, ich glaube auch, weil gerade auch im Standort Göppingen und natürlich auch mit dem Standort in Ungarn, in Göhr, wo ja auch 800 Mitarbeiter sind, sind wir natürlich sehr flexibel. Wir arbeiten oder wir produzieren in Europa. Und das ist genau die Systemerstellung, was wir haben, dass wir alle 48 Stunden haben wir einen Werksverkehr, wo also wir dann dementsprechend die Teile, zum Beispiel Druckgussteile, die wir dort fertigen, in Göppingen, die dann nach Ungarn geschafft werden, um dort zum Beispiel bei der Schienenmontage. Keiner weiß so richtig, dass zum Beispiel die Schienen, der Mittelleiter ist ja aus Metall und das Schienenprofil als solches ist ja aus Edelstahl. Mhm. Und dann haben wir natürlich die Weichenzunge und die ist aus Druckguss. Und das ist natürlich dann diese Kombination, was zum Beispiel die Werke dann haben. Oder natürlich dann Einzelteile, wie zum Beispiel Kupplungen, wo wir natürlich Millionen von Kupplungen benötigen. Die werden bei uns in Göppingen abgestanzt, werden dann dementsprechend bräuniert, werden veredelt und gehen dann nach Ungarn zur Montage. Ja. Und das ist natürlich diese Kombination, was wir haben. Und das kann natürlich der Kunde live sehen. Wobei du gerade Göhr ansprichst. Ich bin ja tatsächlich am 1. April
Oh ja, das für war einen kleinen Moment auf diesen Film, denn diesen Film auf dem Leim gegangen. Ich habe überlegt, was macht euer Boss da? Das kann doch gar nicht sein. Wieso? Was passiert da gerade? Bis ich dann irgendwann gedacht habe, nee, das ist jetzt flunkert. Also man muss dazu sagen, das war eine sehr spontane Idee. Das war eine sehr schöne Idee. Und ich bin eigentlich heute auch schon zweimal darauf angesprochen, wann der Katalog kommt mit den Spur 1 Modellen, also 1:1 Modellen. Ja. Ja, die Idee ist eigentlich relativ schnell entstanden. Wir haben für eine Besprechung in Ungarn, waren wir 3 Tage in Ungarn mit einem Filmteam, weil wir ein Porträt über den Wolfrat Bächle machen. Und dann waren wir in dieser Wagenhalle, die wo früher wirklich für diese Produktion von 1:1 Modellen genutzt wurde, weil da liegt auch ein Gleis drin. Mhm. Und dann kam das Filmteam auf die Idee, wäre das dann nicht für einen April-Scherz? Ja. Und dieser Film, und da sieht man einfach, dass der Wolfrat Bächle also wirklich nicht nur ein Techniker ist, sondern auch ein toller Redner ist, der da also dann innerhalb von 5 Minuten hier den Text gedanklich durchgespielt hat. Und man hat es ja auch gesehen mit unserem Geschäftsführer von dem Herrn Kovac, wie der da stand und keine Miene, und wir haben uns das Lachen natürlich auch verkniffen. Und man muss wirklich sagen, das kam natürlich auch bei uns im Hause, haben doch einige Leute auch gleich gesagt, Herr Bächle, Sie wissen, dass wir natürlich da ganz anders einkaufen müssen. Herr Bächle, Sie wissen, dass natürlich auch die einen oder anderen Qualitätssicherungsmaßnahmen müssen wir natürlich ganz anders aufziehen. Wie machen wir das? Wir sind ja auch dementsprechend zertifiziert. Also da haben die Leute haben sich da gleich sofort Gedanken gemacht, und es war wirklich ein sehr, sehr schöner April-Scherz, und wir freuen uns immer noch, dass er immer noch die einen oder anderen glauben, dass wir wirklich jetzt dementsprechende ungarische Lokomotiven fertigen. War eine tolle Idee. Lass uns aber mal wieder zum Tag der offenen Tür zurückkommen, das ist ja wichtig. Also, wir haben gehört, dass also Betriebsführungen gemacht werden, dass man von A bis Z sich die Lokomotivenproduktion anschauen kann. Gibt es auch Modelle, die man als Erinnerung für diesen Tag mitnehmen kann? Ja, es wird sicherlich wieder einen besonderen Sonderwagen geben. Mhm. Wir haben, das werden wir jetzt noch nicht verraten, welche Abteilung es sein wird. Wir haben vor vielen Jahren angefangen, dass immer eine bestimmte Abteilung einen Sonderwagen fertigt, der das widerspiegelt. Also bei der Farbgebung haben wir natürlich bunte Bedruckungen gehabt. Ja. Bei der Druckus hatten wir einen Druckusteil drin. Mhm. Wir hatten bei der Galvanik haben wir verchromte einen Tankwagen gehabt. Ja. Und wir haben auch schon bei den Kleinteilen, weil wir unsere Schrauben und Zahnräder und so auch alles selber machen, haben wir einen Schüttwagen gehabt mit sehr vielen Kleinteilen. Und es wird da auch dieses Jahr wieder einen besonderen Wagen geben. Wir werden sicherlich auch wieder so eine Art Lokmontage haben, wo die Teilnehmer oder die Besucher, die dort uns besuchen, dann auch mal in wenigen Handschriften mal feststellen können, wie aufwendig es ist, so eine Lokomotive zu fertigen. Und das ist natürlich immer ein Erlebnis, das natürlich auch dann auch mal erkennt, was für eine Wertigkeit bei diesen Modellen dahinter steckt. Das, glaube ich, ist auch das Wichtigste. Das Wichtigste, was ein Modellbahnhersteller machen kann, hin und wieder mal den Kunden, auch die vielleicht nicht ganz zufrieden sind oder ich sag mal meckern, einfach mal wieder vor Augen zu führen, wie viel Handarbeit und wie viel Mühe und Liebe in diesem Modell steckt. Das ist einfach ganz einfach so. So kann man sagen. Ja. Ich bin ja schon seit 38 Jahren jetzt im Unternehmen und ich hatte meinen guten Lehrmeister, der hat immer gesagt, du musst alles im Leben einmal gemacht haben, um mitzureden. Und das finde ich einen guten Spruch. Und ich war also auch schon öfters in der Handmalerei und habe mal versucht, Kesselringe zu malen. Ich glaube, diese Produktion wäre schief gegangen, weil das ist also echt irre. Und wenn das natürlich die dementsprechend das natürlich machen und dass man natürlich dann auch noch erkennt, weil sie müssen ja auch rechtzeitig wieder das absetzen, weil ja dann die Querleitungen kommen. Genau. Da muss man also größten Respekt haben, was da gemacht wird. Ja. So, was ist noch alles zu erleben? Das Märklinäum ist also zur gleichen Zeit offen wie die Werkführung. Genau, wir haben ja eine schöne Modelleisenbahnanlage, unten natürlich in H0, die unsere Epochenanlage. Wir werden natürlich aber auch außerhalb auf dem Hof oder Innenhof wird natürlich auch bespielt. Da werden wir natürlich auch für die Kinder werden wir was haben. Wir werden natürlich auch Bewirtung natürlich zur Verfügung stellen. Das ist sein. Ganz wichtig, weil wenn man natürlich hier einen anstrengenden Tag bei Märklin hat, muss man natürlich auch was essen. Ja,
Und die letzte Frage dazu, Sonderwagen. Sonderzüge, Entschuldigung. Kommen Sonderzüge wieder? Es werden sicherlich keine Sonderzüge kommen, weil wir ja nicht die IMA haben, wo wir ja den Bahnhof in Göppingen bespielen. Das heißt, wir sind rein nur auf dem Märklin-Gelände, auf der Stuttgarter Straße, genau richtig, Reustraße 6, Stuttgarterstraße, Reustraße 6. Und man soll einfach hergehen und die Beschilderung zum Parkplatz, wir werden wieder in der EWS-Arena oben, wo ja normal der Frischhof Göppingen spielt, werden wir wieder Parkplätze zur Verfügung stellen und werden dann unsere Kunden mit einem Buspendelverkehr kostenlos zu uns ins Werk führen. Alles perfekt schon vororganisiert. Genau, Dankeschön. Ja, bedanke mich ganz herzlich bei dir für diese Auskunft. Das wird für die Modellbahner ja auch ganz wichtig sein, für die Märklinisten, sage ich immer. Auf jeden Fall. Diese Informationen sind sehr wichtig. Wir wünschen euch und dir natürlich für den letzten Tag morgen noch viel, viel Erfolg. Ja, Dankeschön. Ja. Und in diesem Sinne möchte ich mich natürlich auch von unseren Zuschauern für heute verabschieden. Wir sind morgen noch mal bis Mittag hier. Wir haben also noch 3 kleine Highlights für Sie parat. In dem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Samstag und wir freuen uns auf morgen auf Sie. Bis dahin. Tschüss.